Das Gasthaus Fuchs gibt es seit 1856. Da haben wir Aufzeichnungen, da haben wir eine Bewilligung vom, damals vom Gericht noch, zum Ausschank vom Most und Selbstgebrannten. Bis heute sind wir jetzt die fünfte Generation, die das führen. Heidi, meine Frau und ich. Wir haben dann auch dabei eine Bäckerei, was vielleicht auch viele wissen, da sind wir in der vierten Generation. Das Haus ist immer schon, seit ich mich zurückerinnern kann, oder, hat es das Haus gegeben, in der Altstadt, Sturmengasse 2. War früher mal ein Gericht unter, da haben wir so Kellergewölbe drin, hat man mir mal gesehen, es sei mal ein Gerichtshaus gewesen. Und ja, und dann ist es ein Gasthaus geworden und in der Ende 80er Jahre hat der Papa von mir das umgebaut. Da war die Gaststube bis Führe an die Straße, wo jetzt das Brotgeschäft ist, ist Gaststube Führe gegangen. Und dort man können dem Gaststube direkt zur Straße rausschauen, so richtig alt, traditionell, weißt, die großen Fenster mit so Lüfterle, wo man noch gehabt hat, weil man vorher noch mal gerücht, oder? Da ist natürlich ein Rohhaus gegangen, ein richtiger Beiz gewesen, oder? Und dann war ganz speziell, ist halt gewesen, da haben wir einen Schank gehabt, ein Fenster und ein Gitter davor, vom Fenster. Und da und dann am Abend hat man dann immer eine Flasche Schnaps rausgestellt, oder? Und zwei, drei Stamperle. Denn die, die morgen in die Frühschicht gegangen sind, hat es immer geheißen, ist der Pudel gerichtet. Sind sie vorbeigegangen, haben einen Schnaps getrunken, sind geschaffen gegangen. Und dann am Schaffen sind sie gekommen und haben dann angegeben, wie viel sie getrunken haben. Dann haben sie gezahlt. Das ist eine ganz traditionelle Geschichte, aber das stimmt. Gibt es heute noch welche, die sich daran erinnern können, aber die ganz ältere Generation. Die erzählen mir das immer. Kannst du das nicht auch wieder machen? Sag ich, das traue ich mich nicht mehr. Also was ich weiß, von meinem Vater und vom Vatervater, oder, hat es bei uns nur Bauernreform gegeben. Und wir sind traditionell, oder? Und das Bier ist super, da gibt es gar keine Diskussion und wir sind zufrieden und wir hoffen, dass es so bleibt. Wir haben eine ganz traditionelle, gut bürgerliche Küche. Du kriegst bei mir ein Gulasch mit Spätzle und einen Tafelspitz mit Bratkartoffeln und Spinat. Es gibt natürlich ein Schnitzel und ein Cordon Bleu und wir bieten jeden Tag ein Tagesmenü an. Ja, im Winter gibt es Schweinsbraten, also zu der kälteren Jahreszeit gibt es deftiger Gerichte. Im Sommer machen wir gerne einen Fisch mit einem Risotto oder ein Hühnerbrüstchen, so. Es gibt natürlich auch Spargel im Frühling und im Sommer haben wir eine Salatkarte. Also je nach Jahreszeit auch angepasst. Du kannst nicht immer das ganze Jahr immer nur das Gleiche kochen, oder? Du ein bisschen Abwechslung musst haben und das machen wir über saisonale Produkte, wenn die Zeit da ist, für, wie gesagt, für einen Spargel, im Herbst Wild oder Schlachtplatte. Das ist immer ergänzend dazu. Und das haben die Leute gern. Unsere Gäste, wir sind eigentlich wie eine große Familie. Die kommen von Bludetz, von der Täler raus, wenn die Mutter vorne kann und haben etwas in Bludetz zu tun, dann muss man noch ins Füchsle einen Ikea-Schwung machen. Entweder man geht, wenn sie viele Bärle haben, die kann dann noch zum Mittagessen. Oder man trifft sie am Stammtisch und tauscht einander aus. Weil da trifft man immer jemanden, mit dem man ein Schwätzle macht und damit man eine feine Zeit hat zu Bludetz. Also zu uns würde ich kommen. Wir sind ein traditionelles, gutbürgerliches Gasthaus, wo du ein sehr gutes Essen zum fairen Preis kriegst und eine super Bedienung hast. Wir haben, unser Personal ist über 20 Jahre da und die Chefs sind auch immer da. Das Persönliche steht bei uns im Vordergrund, oder? Bei uns ist jeder Gast gleich, aber das passt und das wollen wir auch so, weil wir auch so gestrickt sind. Mhm. Und du musst ein bisschen ein Gefühl für die Leute kriegen. Ja. Und ich habe nie den Vorteil gehabt, ich bin aufgewachsen im Gasthaus. Ich habe von klein auf habe ich das alles gesagt, oder? Und du, dann kriegst du schon ein bisschen das Gefühl für die Leute, oder wie kann ich jetzt mit dem schwätzen, oder wie kann ich jetzt ihnen mal anreden, oder? Und das ist, ich glaube, ein guter Wirt mal so ein gutes Gefühl für die Leute haben. Und das andere muss alles auch passen. Dann müsste es schon funktionieren. Und durchhalten. Auch wenn es mal nicht so rosig ist, oder? Wenn wir durchhalten und immer seinem Motto treu bleiben und auf Qualität schauen. Und auf Vorwurf dazu nehmen. Trinken. Das ist gut so. Zum Wohl. Zum Wohl.